Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen beginnen. Bitte nehmen Sie Platz und lassen Sie so langsam die mitwöchliche, weiß ich, ob man das so sagen kann, Plenarruhe einkehren. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich eröffne die 31. Plenarsitzung des Hessischen Landtages und stelle, wenn ich in den Plenarraum schaue, in den Sitzungssaal schaue, die Beschlussfähigkeit fest. Erledigt haben wir den Tagesordnungspunkt 1 und den Tagesordnungspunkt 7 wollen wir heute fortsetzen. Eingegangen und an den Plätzen verteilt ist der angekündigte Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz zu dem 23. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Das ist die Drucksache 20/1774. Und der Änderungsantrag wird dann zusammen mit Top 3, das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs 20/1774, aufgerufen. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis zur Abstimmung der Einzelpläne und der großen Anzahl an Beschlussempfehlungen. Eine Mittagspause ist nicht vorgesehen. Wir wollen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit dem begonnenen Top 7, das ist das Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2020, fortfahren. Entschuldigt fehlen heute die Kollegin Manuela Strube, die Kollegin Lisa Gnadl, der Kollege Marius Weiß, Frau Staatsministerin Puttrich ab 10.30 Uhr und Herr Minister Dr. Schäfer ab 16 Uhr. Gibt es weitere Entschuldigungen oder Fehlende? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Ich rufe damit auf, oder wir setzen fort die Beratung zum Tagesordnungspunkt 7. Das ist der Haushalt. Wir fahren mit der Haushaltsdebatte fort. Die Gesamtredezeit für die Einzelpläne, die wir heute beraten, beträgt 80 Minuten je Fraktion. Diese 80 Minuten werden auch auf dem Rednerpult eingestellt sein und fortlaufen. Die Fraktionen haben mir für die Einzelpläne 1 und 3 bis 15 eine entsprechende Redezeit angemeldet. Die Gesamtredezeitliste liegt uns hier vor. Es tut mir schrecklich leid, aber wir müssen in diesem Fall natürlich strenger sein im Hinweis darauf, wenn Redezeiten, angemeldete Redezeiten ablaufen, weil es natürlich immer für den Einzelplan 15 sehr schade ist, wenn am Ende nur noch wenig Zeit vorhanden ist. Und soweit wollen wir schauen. Ja, das ist manchmal beißen den Letzten die Hunde. Das wollen wir aber hier verhindern, weil Wissenschaft und Kunst, wie wir alle wissen, einer der wichtigsten Einzelpläne dieses Landeshaushaltes ist. Und insoweit wollen wir auch kräftig darauf achten. Der Ältestenrat hat beschlossen, dass Kurzinterventionen auf die Redezeit der Fraktionen angerechnet werden. Das haben wir gestern ja schon entsprechend geübt. Die Rednerreihenfolge ist auch vereinbart worden. Wird das Ministerium von der CDU geführt? Dann beginnt die SPD, dann folgt Bündnis 90 die Grünen, dann die AfD, dann die CDU, dann die Freien Demokraten, dann die Linke. Dann hat die fraktionslose Abgeordnete, die insgesamt 5 Minuten Zeit hat heute, die Chance. Und dann spricht die Landesregierung. Wird das Ministerium von Bündnis 90 oder der Minister der Bündnis 90 die Grünen angehört, geführt? Dann beginnt die SPD, es folgt dann die CDU, dann folgt die AfD, dann Bündnis 90 die Grünen, dann die Freien Demokraten, dann die Linke, dann eventuell die fraktionslose Abgeordnete und dann spricht die Landesregierung.